Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Race Room Experience mit der DTM 2021, das neue ja, DLC, eigentlich Autopaket, glaube ich, nennt sich's, oder? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall danke an so viele Zuschauer am ersten Part oder beim ersten Part, das war ja phänomenal. Ich habe aktuell geschaut, über 400 Aufrufe schon, sensationell. Danke für die Likes, danke für die Kommentare. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es ein bisschen schneller den zweiten Part schon aufgenommen, aber es ging sich leider nicht aus. Aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit und ja, wenn das Interesse so bleibt, 5 Rennen habe ich hier mal diesen Sprintrennen vorgesehen. Und ja, und dann danach schauen wir einfach, ob wir dann noch eine größere Saison starten mit dem eigenen Qualifying, weil da bin ich dann gespannt, wie dann die KI dann reagiert. Beziehungsweise wie dann die Performance ist, weil hier, ihr seht ja die Aufstellung, es ist relativ random das Ganze immer wieder. Hier jetzt einmal die Grassi, Vauer, Gauer, Stolz, Lawson, Baum, Wittmann, Linde, Still, Glock. Aber ja, ist halt so, wie es gerade ist. Wenn ich jetzt rausgehe und wieder reinlade, ist, glaube ich, eine neue Aufstellung. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber egal, so wie es ist, so ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's, wir reden gar nicht lange. Sachsenring Rennen 2 bei unserer kleinen Sprintsaison. Race Room, los geht's, Freunde. Uiuiui, da drückt sich schon ein BMW vorbei. Nämlich Wittmann. Na, brauche mal 2-3 Kurven, bis ich reinkomme wahrscheinlich. Wird man schon vorbei hier an Lawson noch. Wittmann hat hier anscheinend einen Auftrag. Boah, da will uns schon der nächste attackieren hier. Van der Linde. Lukas auch schnellste Runde mal, aber gut, erste Runde ist noch nicht ganz so dramatisch. Da kann viel passieren. Aber Lawson, macht ihr den Konter oder versucht es zumindest gegen Wittmann? Wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie so reinkommen, dass wir mal. Halbwegs. Oh, da sind sie im Zweikampf. Konnte man leider nicht profitieren, wenn wir noch zu weit weg waren. So hätte man können auch Wittmann attackieren vielleicht. Wittmann jetzt im Ferrari Sandwich. Wie jetzt auf P7. Ja, und sollte man dann nach dieser Sprint-Saison noch einmal fahren, werden wir mit Sicherheit eine andere Marke testen. Ah, Götz auf 9 hinten, hinter Linde. Lawson, schnellste Runde. Boah, da holt er aber weit aus, der Wittmann, was ist da los? Oh, die Grassi, glaube ich, vorne auch in Problemen, wenn das ist. Ich glaube schon.
Bloß vorsichtig mit dem Gas. Ja, die adaptive KI ist schon cool, muss man sagen. Es ist nicht einfach. Weiß nicht, ob man da überhaupt eine Chance hat zum Gewinnen, aber macht auf jeden Fall Spaß. Ich weiß auch nicht, wie es dann wäre mit der mit Qualifying, ob ich da. Boah, ob ich da zu schwach bin. Das könnte natürlich kritisch werden. Ah, es ist Gore, es ist das. Den ich da jetzt gesehen. Nein, die Grasse ist ja auch vorne. War schon. Haben wir gerade verguckt. Zwei Audis. Lawson attackiert schon die Grassi, unfassbar. Warum ist da nicht so viel Grip? Was ist denn da los? In der Ecke immer. Oder im ersten Sektor generell. Ah, da müssen wir einmal korrigieren, das war nicht gut. Boah, können wir das mal noch irgendwie vorne halten? Ja, kommen wir nicht ganz mit der Spitzengruppe, wie es ausschaut. Ah, verschalten auch noch. Ah, stark hier die KI. Ich habe noch immer nicht die optimalen Bremspunkte, glaube ich. Da ist noch ein bisschen Luft. Ein bisschen Luft ist da, glaube ich, noch. Also das Duell hier nach hinten mit Van der Linde noch lange nicht vorbei. Ich glaube, der will unbedingt vorbei, aber wir wehren uns hier tapfer. Ja, 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 ich will vorbei ein bisschen. Ja, und jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir den Salat. Jetzt habe ich keinen Grip mehr, aber da los. Ah, jetzt vielleicht kurz schmutzige Reifen ein bisschen noch, aber. Ah, da haben wir 5 Plätze oder was verloren. Schade. Ah, verdammt, man muss da irgendwie zumachen. Die stechen einfach rein. Ja, das ist. Eieieiei, Freunde, ich sag's euch. Versuchen wir nochmal reinzuhalten. Gegen den Mountain Porsche. Ja, nicht so einfach die Strecke. Ah, Maxi Götz auch wieder dahinter. Auch irgendwo in Problemen anscheinend, weil da war ja vorher auch irgendwo hinter uns, aber wie wir noch 7. waren. Jetzt rutschen wir wieder dasselbe Stelle raus, das gibt's ja nicht. Ich bringe aber irgendwie keinen Grip zusammen. Also ein, zwei Stellen haben wir, wo wir ein bisschen stärker sind. Hier die Ecke zum Anbremsen, aber es ist mindestens eine Stelle zu wenig anscheinend. Ah, das wäre eher ein Verstappen hier. Ja, mit einem guten Topspeed anscheinend. Die geht auch noch, aber ab hier
Aber die rechts, da haben wir irgendwie nicht so den Mega-Grip, wie es ausschaut. Das ist schon die letzte Runde, da kommt noch eine. Wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall macht es riesig Spaß. Ah, fast schon dicken zu hart reingegangen hier in die Ecke. Die Key hat aber irgendwie hier mehr Grip und raus beschleunigen, fällt mir ein. Das gibt's doch gar nicht. Na, eine Runde ist. Okay, eine Runde geht sich doch noch aus. Na, immerhin. Das ist ja unfassbar, oder? Ich habe irgendwie keinen Grip. Ich habe keinen Grip. Hat sich der auch noch vorbeigedrückt, das gibt's doch nicht. Ja, hier ein bisschen zu stark die KI anscheinend. Hier, da meinzig ist da, oder? Das ist der Gesamtstand, genau. Okay, Stolz verglichen, Albon, Auer, okay. Jetzt sehen wir ihn. Natürlich, nach dem ersten Rennen macht es keinen Sinn. Achso, ja, logisch, da oben können wir zwischen Rennen und insgesamt Tabelle schön umschalten. Wunderbar. Ja, das war gar nichts. 23,6. Also sogar Ammermüller da hinten. Achso, ja gut. Ich würde sagen jetzt 302. Ja, also finde ich. Weder ist die KI da. Hä? Clean 30 Kilo? Ach so, das ist Plus oder was? Ah, das waren die ersten drei, kann das sein letztens? Muss ja fast sein, oder? Linde, 20 Kilo. Albon war auch vorne dabei. Ah, das kann sein, aber es wird sich jetzt wieder ändern, nehme ich mal an dann. Ah, okay. Da bekommst du gleich die Sachen dazu quasi. Ja, sehr schön. Ja, das war mir jetzt ein bisschen zu knackig hier, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da war die Adaptive für mich ein bisschen zu adaptiv und ein bisschen zu streng für mich. Das ja, war mir doch ein Ticken zu schnell. Am Anfang ging es noch einigermaßen, aber ja, dann bin ich doch rausgerutscht. Also ein paar Zehntel zu langsam war ich, glaube ich. Ein paar Zehntel zu langsam. Naja, gut. Mal schauen, wie es im nächsten Rennen ausschaut. Portimao war auch schon relativ knackig. Naja, gut. Jo. Dann würde ich sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ein recht herzliches Danke wieder fürs Einschalten, liebe Freunde. Wo fahren wir als nächstes? Sehr schön.
am Red Bull Ring. Ja, mal schauen, wie es da ausschaut. Ich muss ja danach, das müssen wir uns merken. Lawson, Linde, Makowiecki, Clean. Wenn ich jetzt dann nächstes Mal spiele, bei der nächsten Aufnahme das Spiel noch einmal neu starte, ob sich dann wieder alles komplett durchwürfelt. Okay, hier hat aber keiner jetzt Balance of Performance. Oder haben sie das erst ab dem letzten Rennen bekommen? Das müsste doch jetzt auch noch drauf sein, oder? Oder vor irgendeinem anderen? Oder haben die alle, die was gehabt haben? Ne, die Sieger müssten doch... Okay, check ich nicht ganz. Stimmt das hier nicht so jetzt mit der Einblendung? Oder... Ich verstehe es noch nicht ganz, aber egal. Ja, bin immer gespannt, ob hier Lawson auf der Pole steht, wenn ich wieder reinlade neu oder auch nicht. Man wird sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, trotz allem. Auch wenn ich nicht ganz so schnell war. Ja, das Problem ist, wenn man jetzt, man kann ja nur einmal einen Schwierigkeitsgrad einstellen, von der Schwierigkeit her. Ja, das ist eine Gefahr, wenn man da mehrere Strecken nimmt. Die müsste man alle einzeln testen und schauen, welche da wirklich zusammenpassen, weil die sind nicht alle gleich. Und dann wären wir vielleicht auf einer OP, auf der anderen wären wir dann wieder vielleicht sogar zu langsam, extrem. Ja, und adaptiv besetzt war hart. Aber zumindest einigermaßen okay. Schauen wir uns mal die nächsten Strecken an. A1-Ring könnte gehen, wobei ja, adaptiv, wenn er da auf die Tube drückt. Bin ich mal gespannt, Freunde. Bin ich mal gespannt. Ich versuche es für euch, dass ich morgen den nächsten Part schaffe zu aufnehmen. Ich hoffe, ihr wart mit dem einigermaßen zufrieden. Ich werde es eh sehen im Vergleich zum ersten Part, ob wir jetzt auch ein paar Aufrufe wieder haben. Aber ich glaube, der eine oder andere wird schon zuschauen, weil es ist ja wirklich geil. Und hier auch mit meinem kleinen Experiment. Wir haben ja da die zwei Mante Porsche dabei. Und ja, hier sieht man es aber nicht ganz genau. Dirk Adorf, aber der ist mit seinem GT40 leider mit dem Ford ein bisschen zu langsam. Aber macht nichts. So, lange Rede, kurzer Sinn, das war's. Und wir sehen uns im nächsten Rennen am Red Bull Ring. Dann wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Würde mich riesig über ein Däumchen freuen. Dann, bin ich komplett happy. Also, bis dann, Freunde. Ciao, ciao.